Vom 13. bis 26. Januar ist es wieder soweit. Dann heißt es Showdown in Detroit. Mit der North American International Auto Show beginnt traditionell im Januar das neue Autojahr. Die Veranstaltung ist die wichtigste US-Automesse. Nicht nur die amerikanischen Hersteller, sondern auch die deutschen Autobauer feiern hier zahlreiche Weltpremieren. Mercedes stellt zum Beispiel die neue C-Klasse vor. BMW wartet mit dem neuen M3 und M4 auf. Bei Volkswagen blickt man vor allem auf die Tochter Porsche, wo der neue 911er Targa sein Debüt feiert. Audi wird auf der Detroit Motor Show kein neues Serienmodell präsentieren, sondern ein Showcar, einen zweitürigen Crossover. Der Verband der Automobilindustrie, kurz VDA, sieht sehr gute Perspektiven für die deutschen Autobauer in Amerika. Man gehe mit großer Zuversicht nach Detroit, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann der Börsenzeitung. Zugleich zeigte sich Wissmann für Westeuropa und Deutschland optimistischer. Der VDA-Präsident erwartet eine langsame Erholung in Westeuropa. Die Margen bei den Autobauern sollten dadurch steigen. Außerdem gründe sich der Erfolg der deutschen Hersteller auf ihrer weltweiten Präsenz. Von den mehr als 14 Millionen Pkw mit deutscher Marke seien 2013 nur gut 2 Millionen auf dem Heimatmarkt verkauft worden. Das entspricht lediglich 15%. Fazit: Erholt sich der Automarkt in Europa schneller als gedacht, dürften die Gewinne der deutschen Autobauer spürbar anziehen, was sich auch in weiter steigenden Aktienkursen widerspiegeln sollte.